Ja, komm, aber guten Abend, ihr Krümel, zur neuen Ausgabe Driffins Nest. Und mir ist so warm. Ja, und euch wahrscheinlich auch. Aber trotzdem habe ich die ein oder andere Veranstaltung für euch gefunden, für die ihr teilweise noch nicht mal aus dem Haus müsst. Haha. Pokémon Go Zucker wissen wahrscheinlich schon, was ich meine. Aber wer schon eine Weile nicht mehr in das Spiel reingeschaut hat, einfach die Ohren spitzen. Ich habe da nämlich gleich was für euch. Und weil es Termine für einen neuen Monat sind, weil Juli ist ja gleich rum. Das sind die ersten Termine für den August. Haben wir auch mal jetzt wieder einen anderen Interpreten im Hintergrund. Und ich bin von der Firma jetzt auf den Muji umgestiegen, der da auf dem Klavier hinten im Hintergrund etwas so klimpert. Wenn es euch gefällt, er ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr euch noch mehr von ihm antun. Aber jetzt nicht weiter um den heißen Brei gequatscht. Ich habe, wie gesagt, ein paar Termine für euch. Erstmal machen wir die, wo man auch aus dem Haus muss. Zum Beispiel bei dem Fantainment bei uns in München. Ist ein geiler Laden, der verkauft Brettspiele, Kartenspiele, Kartenspielbooster, Rollenspiel, Regelwerke, Mangas. Eine ganze Menge Krempel. Und sie haben neben den Ladenflächen auch Spieltische hinten, auf denen sie dann immer Spieleabende und Turniere veranstalten. Und da wird es langsam wieder, ja, da geht jetzt so die Yu-Gi-Oh!-Stimmung wieder richtig los. Da gibt es, haben sie fest eingetragen, nächste Woche auf jeden Fall zwei Battle of the Legendary Duelist Turniere. Einmal am Montag und einmal am Donnerstag, wo ihr teilnehmen könnt für 4 Euro. Gibt natürlich auch was zu gewinnen. Oder ihr macht bei einem OTS-Pack-Turnier mit am Dienstag. Die Hobbyliga ist auch wieder da. Die ist jetzt immer mittwochs und freitags am Start, wo man mit teilnehmen kann. Hier gibt es aber keine Teilnahmegebühren, aber es ist vielleicht die ein oder andere Promokarte zu gewinnen. Trotzdem. Das Yu-Gi-Oh! Samstagsturnier ist aktuell wegen Corona in zwei Hälften gesplittet, in einen Vormittags- und einen Nachmittagsblock. Friday Night Magic haben sie jetzt für nächste Woche leider nichts ausgeschrieben. Entweder holen sie das noch nach, dann kann man das auf ihrer Homepage oder bei mir halt im Google-Kalender könnt ihr das dann sehen. Also wie der Name sagt, Friday Night ist es meistens freitags. Ansonsten auf jeden Fall gibt es eine Menge für die Yu-Gi-Oh!-Spieler zu tun. Wenn ihr aber vielleicht auch Magic oder vielleicht auch mal ein Brettspiel oder ein Tabletop spielen wollt, könnt ihr ja mal donnerstags vorbeischauen. Da ist der Spieleabend für Tabletop, Brettspiele und Trading Card Games, bei dem man dabei sein kann. Aktuell wird allerdings darum gebeten, dann auch eine Verzerrung von 5 Euro zu erwerben, wenn man teilnimmt, für die Unkosten. Ne, also der Laden hat halt auch eine Weile zumachen müssen, hat dadurch auch Verluste und jetzt sind die ganzen Leute alle wieder da. Man muss trotzdem die Miete für die Ladenflächen bezahlen und die Reinigung und an die Leute und alles. Also, ja, für 5 Euro, da sind ein paar Snacks und Getränke vorne im Laden, da kann man sich dann bedienen für die 5 Euro, ist eigentlich auch ganz nett. Und aktuell gilt für alles, eine Voranmeldung ist erforderlich, also einfach spontan vorbeischauen geht nicht. Meldet euch vor der jeweiligen Veranstaltung per E-Mail, am Telefon oder persönlich im Laden und achtet bitte weiterhin auf die Maskenpflicht und die Abstandsregeln. Ne, also ihr habt mitbekommen, wie weit die Infektionszahlen wieder hochgeschossen sind, weil einige natürlich meinten, so aus dem Augen, aus dem Sinn. Nein, Corona ist immer noch da. Nehmt es nicht zu leicht. Es ist immer noch da und es ist böse. Ich möchte mich auch nicht anstecken, wenn ich zum Fantainment gehe. Also haltet euch bitte drin. Ne? Genauso gilt es auch bei Animex-Treffen. Die sind ja auch eigentlich eher etwas kleiner, so ein bisschen auch wie die Turniere beim Fantainment. Aber auch trotzdem gelten auch Abstandsregeln und Maskenpflicht bei vielen. Deswegen einfach mal einstecken. Damit sie zum Beispiel auch die Abstandsregeln einhalten können, denken sich die Augsburger, für nächstes Wochenende geht man zu gemeinsam einfach in den... ich habe den Namen von dem Wald falsch geschrieben. Siebensichtwald soll das, glaube ich, heißen. Da habe ich einen Buchstabendreher drin, tut mir leid.
in einem großen Stadtpark, einen Waldpark in Augsburg zum Picknicken und so. Da gibt es auch Minigolf, habe ich gesehen. Ihr habt mir mal die Homepage da. Die haben eine richtige Homepage für diesen Wald. Das ist richtig cool. Da kann man Minigolf spielen oder Badminton. Und es gibt... Also waren ein paar Fotos von Tieren, aber das sind, glaube ich, allgemein Waldbewohner, glaube ich, gewesen, die es da gibt. Ganz cool, viele Waldflächen und dann sind da auch abgesperrte Wasserschutzgebiete. Da bitte natürlich keinen Unsinn treiben. Das hat seinen Sinn, dass es Wasserschutzgebiete sind. Ne, und ich denke mal, schönes Wetter werdet ihr da haben, dass man da auch Minigolf und sowas spielen kann. Eventuell wollten sie ein Yu-Gi-Oh!-Turnier veranstalten, wenn sich genug Leute finden. Ich hoffe, es ist nicht so windig, dass euch nicht Karten fortfliegen, aber könnt ihr ja gerne machen. In Frankfurt wird auch wieder das Frankfurter Treffen stattfinden. Das ist halt auch eher offen. Man geht halt gemeinsam durch die Stadt, geht in den Comic-Shop, irgendwo zusammen essen und so. Bringt da auch entsprechend Geld mit. Die sind meistens auch in kleinerer Gruppe unterwegs. Und da sollte das auch kein großes Problem sein. Ja, die Bonner, die eigentlich regelmäßig ja ihr Rollenspieltreffen einmal im Monat machen und ihre Stammtische, haben leider aktuell in ihrem Forum keine neuen Informationen, wie es denn jetzt im August für die Treffen aussieht. Ein Stammtisch hat es, glaube ich, noch gegeben, aber kein Rollenspieltreff. Im Juni haben sie ein Treff online veranstaltet, aber seitdem ist leider im Forum nichts Neues mehr passiert. Vielleicht machen sie da noch was. Haltet das Forum mal im Auge. In die Beiträge kann man ja auch reinschauen, wenn man dort nicht registriert ist und sollte irgendwas stattfinden und euch interessieren, könnt ihr euch ja dann immer noch nachträglich zum Antworten registrieren. Ne? Also Bonner Rollenspieltreff mit Fragezeichen. Wofür man auf keinen, auch nicht unbedingt raus muss, kann man auch super daheim spielen. Wie man bei mir zum Beispiel beim GoFest gesehen hat, sind die kleinen Pokémon Go Events, die nächste Woche stattfinden sollen. Ja, die Rampenlichtstunde ist ja jetzt eine Regelmäßigkeit geworden, findet immer dienstags statt zwischen 18 und 19 Uhr mit einem bestimmten Pokémon im Rampenlicht und einem kleinen Bonus. Und das wird für den kommenden Dienstag, den 4. August, wird es Sepa sein. Ich will unbedingt zocken, weil ein Shiny Sepa habe ich immer noch nicht. Das Vieh gibt es schon so lange in Shiny, aber das spawnt so selten irgendwo. Das wäre super, wenn ich das endlich mal fangen könnte. Doppelte Bonbons für das Fangen von Pokémon. Ja, kann sich bei Sepa durchaus lohnen, weil die Entwicklung von Seemon zu Setra King ist schon recht teuer. Brauche ich aber nicht unbedingt. Aber die Shiny-Jagd. Eine Stunde Shiny-Jagd, das wäre schon irgendwie cool. Dann beginnt, beziehungsweise, ja, wird beginnen, so eine und eine Dreiviertelstunde, nachdem dieses Adreference Nest online gegangen ist, um 22 Uhr, wird die Drachenwoche beginnen. Die geht bis Freitag, den 7. August. Bei der vermehrt Drachen-Pokémon bzw. Pokémon mit Drachenentwicklung, wie zum Beispiel eben Sepa oder Wablu, deren Entwicklung halt dann den Drachentyp bekommen, vermehrt in der Wildnis, in Eiern und in Raids auftauchen. Der legendäre grüne Drache Rayquaza wird in die 5-Sterne-Raids zurückkehren mit Shiny-Chance. Und es soll eine befristete Forschung geben, bei der man unter anderem zweimal ein Kapuno als Belohnung bekommen kann, das als neues Shiny eingeführt wird. Finde ich cool. Und ja, wir haben ja während dem GoFest mehrere Bonuswochen freigeschaltet. Nicht nur die Drachenwoche, nein, auch die Enigma-Woche, die gleich direkt sofort, wenn die Drachenwoche vorbei ist, starten wird, bei der sich mehr geheimnisvolle Pokémon, mysteriöse Pokémon, die irgendwas vielleicht mit dem Weltraum oder so zu tun haben, in Wildnis, Eiern und Raids herumtreiben werden, wie zum Beispiel ja die Pi und die Fluffeluff-Familie, die ja vielleicht vom Mond stammen, ne, weil sie sich ja mit dem Mondstein entwickeln. Könnte ja vielleicht sein Pygraulon, dieses lustige kleine Alienviech aus Schwarz-Weiß war das, glaube ich, genau.
wird kommen. Deoxys, ein legendäres Pokémon aus dem Weltraum, dieses Alien mit den vier verschiedenen Gestalten, wird in seiner Normalform in die 5-Sterne-Raids kommen mit Shiny Chance. Finde ich cool. Normalform habe ich, glaube ich, damals verpasst, als der in der EX-Raids war. Map. Ja, mal sehen, ob ich dann ein paar gute abstaube. Und nach der Enigma-Woche wird dann auch eine dritte Belohnungswoche kommen nach dem Go-Fest, aber die kündige ich euch nächste Woche an, ne? Ein Community-Day werden wir nächste Woche noch haben. Am Samstag, den 8.8. wird Carpador als Community-Day kommen. Ja, es ist kein neues Shiny, ich weiß. Ich habe auch eigentlich für mein Living Shiny Decks ein Carpador und ein Gyarados. Das reicht mir eigentlich. Außer dass vielleicht der Bart bei einem Männlein und einem Weiblein ein bisschen anders aussieht. Aber sonst, ja, sie wollen als Community Day Attacke Nassschweif für Gyarados einführen. Das wird vielleicht einige, die gerne im PvP spielen, eventuell interessieren. Ich würde mir auf jeden Fall ein Gyarados mit Nassschweif machen und es mal ausprobieren. Und ja gut, ein Carpador zu Gyarados entwickeln kostet 400 Bonbons. Also wenn da mal ein paar mehr Carpadors unterwegs sind und man die ordentlich mit ein paar Sananabären einkassieren kann. Ich glaube, da freut sich schon der ein oder andere, vor allem kleine Spieler, dem noch nicht viele begegnet sind. Die zum Beispiel an der Entwickler ein Carpador Spezialforschung hängen, die irgendwo in der Riesenquestliste einem irgendwann begegnet. Den dreifachen Sternstaub finde ich jedenfalls cool, den werde ich nutzen. Kann ich immer gebrauchen, weil ich auch im PvP ein bisschen aktiv bin. In den ganzen Sylph League Turnieren. Und da kann man den Staub immer gut gebrauchen. Und ja, ich habe noch nicht genug beim GoFest abgestaubt. Ich freue mich, da noch mehr abzustauben. Ich habe hier nochmal als Tabellenübersicht für euch ja, alle Termine nochmal. Bonner Treffen, wie gefragt, mit Fragezeichen. Mal schauen. Sollte sich da noch was ergeben, werde ich auch vielleicht einen angepinnten Kommentar wieder unten hinterlassen unter dem Video. Ansonsten verfolgt einfach das Forum von den Bonnern, falls ihr in der Ecke seid und vielleicht Bock habt, bei einem kleinen Pen and Paper Rollenspiel mitzuspielen. Ne? Dann habe ich eigentlich, ja, wie gesagt, das war's dann halt schon wieder. Pokémon zocken werde ich auf jeden Fall. Wenn ihr das wollt, kann ich euch auch gerne irgendwo mitnehmen. Ne? Vielleicht beim Community Day oder so. Oder bei der Rampenlichtstunde. Na, ich glaube, der Community Day wird vielleicht ein bisschen interessanter. Wenn ihr da Bock drauf habt, sagt einfach Bescheid. Alle Termine findet ihr auch im Google-Kalender, den ich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Der Zugang ist frei, kein Google-Login nötig. Einfach anklicken und ein bisschen durchblättern. Zu jedem Termin gibt es auch immer eine Infoquelle, wo die ganzen entsprechenden Daten herkommen. Falls sich da irgendwie Änderungen ergibt, sind die auch immer in den Infoquellen dabei. Und ich wünsche euch auf jeden Fall mal hoffentlich einen schönen Start in den August. Hoffentlich mal nicht ganz so heiß, dass einem die Kekse nicht davon krümeln, die man vielleicht ins Containment oder so mitbringt. Um mal Danke zu sagen, dass die Leute immer trotz Corona diese ganzen coolen Veranstaltungen weiterhin noch machen. Dass die Animex-Treffen wieder stattfinden und lauter so Geschichten, ne, dass die Leute sich die Mühe machen, die Sachen auf die Beine zu stellen. Lasst ihnen einen Keks da oder irgendwas anderes Leckeres, falls sie keine Kekse mögen. Als Dankeschön freut sich auf jeden Fall jeder drüber. Ich bin auf jeden Fall erstmal wieder weg und wünsche euch, ja, eine schöne und nicht ganz so heiße Woche, dass auch die Mixler-Treffen angenehm werden, ne? Bis dann. Ciao, ciao.